Die ängstliche werdende Mama drückte sich in die Ecke ihres Käfigs und versuchte, sich vor den Menschen zu verstecken, die ihr wahrscheinlich viel Leid zugefügt hatten. Die schwangere streunende Katze wurde in den Straßen von Redwood City, USA, entdeckt. Sie war scheu und nervös, aber freundliche Menschen blieben nicht untätig und brachten die werdende Mutter in das örtliche Tierheim Nine Lives Foundation. Doch erst im Käfig geriet die Katze in Panik. Sie drückte sich in die Ecke und versuchte, sich zu verstecken. Mit gesenkten Ohren war sie vorsichtig und ließ niemanden an sich heran. Das laute Gebell der Hunde des Tierheims aus den benachbarten Gehegen steigerte ihre Nervosität. Es wurde beschlossen, die zarte Katze sofort zur Pflege in ein Zuhause zu geben, damit ihr Nachwuchs unter komfortablen Bedingungen zur Welt kommen könnte. So zog die werdende Mama namens Kate in das Haus einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin des Tierheims. Die ersten paar Tage in ihrem neuen Zuhause verbrachte die Katze nur damit, sich unter dem Sofa zu verstecken. Aber sie musste sich gewöhnen, die liebevolle Pflegerin fand einen Zugang zu der sensiblen Dame, und nach einer Woche fühlte sie sich wie eine vollwertige Hausfrau. Sie lag ausgestreckt auf dem Teppich inmitten des Raumes und schnurrte laut vor Vergnügen neben ihrer Pflegerin. Nach ein paar Wochen brachte Kate 5 bezaubernde, völlig gesunde Kätzchen zur Welt, 3 Jungen und 2 Mädchen, gesund und wohlbehalten. Die Katze begann sich an die ständigen Mütterpflichten zu gewöhnen und genoss die Zeit mit ihren Kleinen. Doch eines Tages stellte die ehrenamtliche Mitarbeiterin fest, dass die Mutter nicht genug Milch hatte. Die Kleinen mussten ein wenig beim Füttern unterstützt werden. Die Pflegerin gab ihnen aufgewärmte Milch aus einer Spritze, natürlich unter der wachsamen Aufsicht der Mutter. Der Milchmangel könnte darauf zurückzuführen sein, dass Kate die Kätzchen zu früh zur Welt brachte. Sie war der Pflegerin immer dankbar, und wenn diese zum Füttern kam, schnurrte Kate zustimmend. Die Kätzchen nahmen unterdessen fleißig an Gewicht zu. Schon nach wenigen Tagen normalisierte sich die Milchmenge der Mutter, und sie freute sich darüber. Mit dem Einzug ihrer Kleinen und der fürsorglichen Pflegerin in ihr Leben erblühte diese Katze und fürchtete sich nicht mehr vor irgendetwas. Ihre bezaubernden, gesunden Kinder sind an ihrer Seite, ist das nicht das Glück einer Mutter? Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.